Ja, einen schönen guten Tag, liebe Genossinnen und Genossen. Ich freue mich, dass ihr mich eingeladen habt dazu und euch nicht gescheut hat, auch eine Risikoperson unter euch zu haben. Ich habe selten einen so vollen Gewerkschaftssaal gesehen und freue mich, dass das doch alles möglich ist. Ist das mit der Verkabelung okay? Gut. Ja, gestattet mir doch ein Vorwort noch, was mir wichtig ist. Heute feiert Russland am 9. Mai den Sieg über Nazi-Deutschland und gedenkt seiner unmenschlichen Opfer, unserer unermesslichen Opfer und an Menschen und an Material. Diese Opfer sind leider immer noch nicht Teil unserer Erinnerungs- und Gedenkkultur hier in Deutschland. Zum Beispiel Bundespräsident Steinmeier hat mit keinem Wort die Sowjetunion in seiner Rede, die gelobt wird, erwähnt. Im Gegenteil, wir erinnern, oder einige vielleicht auch gar nicht mehr, im September 2019 hat die EU eine Erklärung abgegeben, in der sie die Schuld an dem Zweiten Weltkrieg zu gleichen Teilen sowohl Hitler, also den Nazis, wie aber auch Stalin und der Sowjetunion zugeschoben hat. Dies ist eine Geschichtsklitterung, die leider immer noch in zu vielen Köpfen und auch Medien unserer Gesellschaft herumwehst. Und wenn sich jetzt allmählich nach über 40 Jahren, seitdem Weizsäcker das zum ersten Mal den Begriff gebraucht hat, Befreiung auch für den 8. Mai durchgesetzt hat, dann sollen wir uns jetzt auch von dieser Geschichtsfälschung, die immer noch umgeht, befreien. Und auch immer an diesen Tagen und insbesondere am 9., also heute, der Opfer der sowjetischen Armee, der sowjetischen Bevölkerung gedenken und auch Ihnen danken dafür, dass wir heute überhaupt hier sitzen und auch hier ein Grundgesetz haben. So viel, das war mir doch wichtig. Ja, Verfassungsfragen sind Machtfragen. Verfassungen sind immer die Ergebnisse von Machtkämpfen. Und die Entwicklung und die Entstehung von Verfassungen sind immer wiederum Spiegelbilder gesellschaftlicher Auseinandersetzungen und gesellschaftlicher Kräfteverhältnisse. Verfassungen kommen nicht aus dem Himmel, sondern sie kommen aus der Gesellschaft und aus heftigen Kämpfen. Sie werden dann kodifiziert in einem Wortlaut, mit dem dann aber der Kampf um diese Verfassung nicht beendet ist, sondern er geht weiter und meistens in der Form der etwas zivileren Form der Interpretation. Das sind dann Nachhutgefechte der Revision, dass man doch versucht, seine Position, die in der Verfassungstext letztlich nicht so zum Tragen gekommen ist, noch zu revidieren und wieder in den Vordergrund zu spielen. Ich will nur eines Beispiel, was vielleicht einige doch in Erinnerung haben, sagen. Das war der Kampf um die Marktwirtschaft, dass es immer wieder versucht wurde, dieses Grundgesetz nun als, wie sagen, die Magna Carta der Marktwirtschaft darzustellen und in ihr das auch immer für alle Ewigkeit verbürgt zu sehen. Ich komme nachher kurz noch einmal darauf. Die Wurzel, ich muss das alles hier kurz machen, mir sind 20 Minuten gegeben, das weiß ich nicht, ob ich das einhalte, das ist bei uns immer nicht so ganz gesagt, aber ich versuche mich. Insofern geht das sozusagen in einem großen Bogen, den ich jetzt durch die Jahrhunderte ergreifen muss. Die Wurzel der Grundrechte sind die bürgerlichen Revolutionen, und zwar die Revolutionen gegen den Adel und die Kirche, gegen den Feudalismus und gegen den Absolutismus. Das waren die bürgerlichen Revolutionen. Beste Beispiele dafür sind die amerikanische Verfassung 1776 und dann 13 Jahre später, 1789, die französische Erklärung der Menschenrechte.
Dort wurden die Grundrechte, wie wir sie heute kennen, die politischen Grundrechte kodifiziert. Bürgerliche Freiheiten der Meinung, der Vereinigung, der Vertragsfreiheit, der Gleichheit und der Freiheit des Eigentums. Und auch, nicht zu vergessen, der Widerstand als ein Recht gegen die Feudalherrschaft. Und zur Sicherung dieser Freiheiten hat die bürgerliche Gesellschaft, insbesondere deren Juristen, ein Instrumentarium entwickelt, welches wir heute mit dem Begriff des Rechtsstaats kennen. Ein Begriff, der ebenfalls über 200 Jahre alt ist. Der beinhaltet Folgendes. Er sagte nämlich, Rechtsstaat ist die Herrschaft der Gesetze und das bedeutet Herrschaft des Parlaments und nicht irgendeiner Personen und nicht einer herrschenden Klasse. Und das ist in drei Elementen, hat sich das verfestigt. Einmal, dass man sagt, diese Gesetze, und das ist gerade, wir haben von der Eindämmungsverordnung, aber auch von dem Impfschutzgesetz wird die Rede sein, diese Gesetze müssen immer allgemein sein, nie für den Einzelfall, keine Einzelfallgesetze. Zweitens, ein Eingriff in die Rechte der Bürgerinnen und Bürger darf immer nur aufgrund eines Gesetzes, also eines Parlamentsbeschlusses, erfolgen. Das ist der berühmte Vorbehalt des Gesetzes. Und ein Schluss, Gesetze haben immer den Vorrang vor Entscheidungen und Verordnungen der Exekutive. Das ist der sogenannte Vorrang der Gesetze. Das heißt, die bürgerliche Gesellschaft hat in ihrem Kampf gegen den Feudalgesellschaft ein Instrumentarium entwickelt, was einerseits aus den Grundrechten, den Freiheits-, insbesondere den politischen Freiheitsrechten besteht und andererseits in einem Instrumentarium, welches die höchstmögliche Sicherheit in den folgenden Streitigkeiten dann auch gewährleistet. Die historische Entwicklung des 19. Jahrhunderts war wesentlich geprägt durch die Durchsetzung der kapitalistischen Produktionsverhältnisse. Und mit einher ging natürlich die Klassenspaltung zwischen Kapital und Arbeit. Im zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entwickelte sich dieser Streit dann dahingehend, dass die Kapital sozusagen in der Monopolbourgeoisie eine absolut dominante Stellung im Staate erreichen konnte. Und repräsentiert durch das Großbürgertum, durch die Besitzer des Monopolkapitals, die sich dann schließlich, um gegen die aufstrebende Arbeiterklasse auch gewappnet zu sein, mit dem Adel verband und auch gegen das kleine Bürgertum. Das heißt, die Klassenspaltung verschob sich. Auf der einen Seite war jetzt Großbürgertum, Adel, auf der anderen Seite war das Kleinbürgertum, was aber auch nicht zur Arbeiterklasse gehörte. Der Liberalismus pervertierte oder wandelte sich zum Nationalliberalismus, also bekam eine nationale Komponente. Und das hatte natürlich auch Folgen für die Grundrechte, also für die juristische Verfassung dieser Gesellschaft. Denn der revolutionäre Charakter der Grundrechte verschwand und die Grundrechte wandelten sich zu Legitimationsstützen gegen die Arbeiterklasse. Wir haben noch in der Paulskirchenverfassung von 1848 jene Grundrechte des deutschen Volkes, so hieß sie, die versuchte, an diesem revolutionären Potenzial auch festzuhalten, aber schon damals scheiterten sie und scheiterten an den Kleinfürstentümern, an den Staaten und an den Monarchen. Und die nächste Verfassung schon, die Reichsverfassung 1871, war dann vollkommen von monarchischem Prinzip geprägt. Sie hatte also nichts mehr von ihrer revolutionären Wurzeln drin, obwohl der Wortlaut zum Teil gar nicht mehr anders war. Es ging aber im Wesentlichen jetzt Schutz des Eigentums und Schutz der Persönlichkeit. Das waren die Klassenrechte der Großbourgeoisie. Die Arbeiterklasse demgegenüber versuchte natürlich auch ihre Position dagegen nicht nur politisch, sondern auch juristisch in Stellung zu bringen. Denn Engels hatte ihr Friedrich Engels gesagt, jede kämpfende Klasse
muss ihre Ansprüche in Gestalt von Rechtsforderungen in einem Programm formulieren. Das heißt, politische Forderungen waren nur dann wirklich in der bürgerlichen Gesellschaft und in jedem Staat durchsetzbar, wenn sie auch eine juristische, eine Rechtsform bekamen. Marx war ja selbst etwas Jurist und hatte dafür auch volles Verständnis. Dieses ist sozusagen in der marxistischen Rechtstheorie auch vollkommen unumstritten, dass politische Kampfformen immer auch eine juristische Übersetzung brauchen. Und die Arbeiterklasse, die sich dann organisierte in der SPD, hatte zum ersten Mal dann die Möglichkeit, über den Weltkrieg und so weiter, in der Weimarer Verfassung dann wirklich eine revolutionäre Neuerung durchzudrücken. Und zum ersten Mal wurden in der Weimarer Verfassung neben den politischen Freiheitsrechten auch die sozialen Teilhaberechte dann formuliert. Also, wir kennen das, das Recht auf Arbeit, was hier immer noch ein Aschenputtel-Dasein führt, aber die Mitbestimmung, das Recht auf Bildung, Recht auf Streik, Koalitionsfreiheit, Recht auf die Vergesellschaftung von Grund und Boden, aber auch der Produktionsmittel. Das ist ein Erbe der Kämpfe nach dem Ersten Weltkrieg. Und das ist sozusagen der Beitrag der Sozialdemokratie und der Arbeiterklasse zum dem Verfassungskampf. Auf dieser Basis, wir wissen, was dann geschehen ist, 33 und so weiter, darüber brauche ich nicht zu erzählen, es ist sozusagen alles abgestürzt. Aber auf dieser Basis konnte dann der Parlamentarische Rat, und dann komme ich in die Gegenwart, 1948 seine Arbeit aufnehmen, um noch einmal daran zu gehen, eine Verfassung mit Grundrechten zu erarbeiten und zu verabschieden. Jene Zeit, das muss man sich auch deutlich vor Augen halten, war schon geprägt durch den Kalten Krieg. Roosevelt war am 12. April 1945 gestorben. Sein Nachfolger Truman war ein kalter Krieger. Und zwar, er hatte sehr deutlich klar gesagt, auch für die Nachkriegszeit, das Angebot, welches aus dem Osten kam, von den Russen und so, wir können doch ein einheitliches Deutschland formen, wurde von ihm ganz klar abgelehnt mit der sehr hellsichtigen auch, Betrachtung. Für ihn war es wichtig, einen westintegrierten Staat zu haben gegen einen ostintegrierten, als einen Gesamtstaat, der letzten Endes zwei antagonistischen Kräften, nämlich der Sowjetunion und auch der USA, verpflichtet wäre. Und was daraus kam, da hatte er keine guten Hoffnungen dran. Und deswegen war er ganz eindeutig davon überzeugt, wir müssen eine Westintegration und verbunden damit auch Restauration der alten Besitz- und Herrschaftsverhältnisse. Nicht etwa des Faschismus, sondern aber sozusagen der vorfaschistischen Zeit. Das war der Plan. Und so wurde auch verfahren. Es gibt zwei wesentliche Hebel dazu, um das auch sozusagen politisch zu unterstützen, damit man eine solche Verfassung bekam. Und zwar einerseits der rigorose Antikommunismus, der nicht nur gegen die Sowjetunion gerichtet war, sondern auch gegen die Ideologie der Linken, gegen jeden Materialismus und gegen jede Ideologie der Arbeiterbewegung. Das war ganz eindeutig einer der Hebel. Und der wurde ergänzt dann sozusagen dialektisch durch den Marshallplan. Das heißt, die Hilfe aus den USA war sozusagen die materielle Unterstützung dessen, was man sich an Restauration der Gesellschaft auch erhofft hatte. Das Ergebnis, ich will das nur kurz umreißen, das war einerseits, war man sich dann einig, keine Normierung einer Wirtschafts- und Sozialordnung. Soziale und ökonomische Grundrechte wurden im Parlamentarischen Rat offen abgelehnt. Es war zum Beispiel eins, es gab einen Antrag von Frau Weber aus der CDU mit folgendem Wortlaut: Jede Person hat Recht auf gleichen Lohn für gleiche Arbeit.
Er wurde einstimmig abgelehnt. Man muss auch wissen, es gab einen Entwurf, der den Parlamentariern, zwei Frauen unter ihnen auch, vorlag. Der kam von einer Gruppe von ehemaligen Verwaltungsjuristen aus dem NS-Staatsapparat in Herrenchiemsee. Das ist die berühmte Grundlage von Herrenchiemsee, aber es waren alte Beamte des NS-Staatsapparates. Dass der nicht allzu fortschrittlich war, kann man sich vorstellen. Insofern beschränkte man sich auf klassische politische Menschen- und Freiheitsrechte, wie wir sie eigentlich schon in der Französischen Revolution und auch in der Verfassung der USA schon gesehen haben. Die SPD sagte dazu, okay, sie sagte sich, wir brauchen oder wir wollen keine sozialdemokratische Verfassung, wahrscheinlich auch, weil sie sehr gut merkte, dass sie im Parlamentarischen Rat das nicht durchsetzen konnte und auch später vielleicht in einer Bundesversammlung, sondern wir sollen eine Offenheit des Grundgesetzes, die es allerdings uns ermöglicht und uns die Chance gibt, dass wir unsere wirtschaftlichen und sozialen Vorstellungen dann später politisch durchsetzen können. Sie hatten damals noch die Illusion, dass sie auch die ersten Wahlen gewinnen würden und dann auch an die Regierung kommen würde. Gut, das ist nicht viel, was Sie sagen, das ist nicht Ihr einziger Fehler, den Sie gemacht haben. Aber es ist übrig geblieben, und das will ich auch kurz anreißen, wenn man sich diese Verfassung jetzt des ersten Tages sozusagen von 1948 ansieht, eigentlich nur vier Artikel, die sozusagen den sozialen Charakter noch versucht aufzufangen, der grundgelegt gewesen ist in der Weimarer Verfassung. Und zwar, das ist einerseits die Koalitionsfreiheit in Artikel 9 Absatz 3, dann ist es die Berufsfreiheit in Artikel 12, dann ist es die Eigentumsfreiheit natürlich in Artikel 14, aber auch die Möglichkeit der Enteignung gleichzeitig damit. Und in Artikel 15 die Sozialisierungsmöglichkeit. Übrigens ein Artikel, der ohne Gegenstimme seltsamerweise durchgegangen ist. Und dann gab es das, was heutzutage immer evoziert wird, wenn wir an das Soziale denken, der Sozialstaat. Er fand allerdings nur Eingang mittels eines Adjektivs, nämlich des Adjektivs sozial in diese Verfassung. Und hat dann später legendäre Auseinandersetzungen einerseits zwischen dem wohl einigen von euch noch bekannten oder erinnern Marxisten Wolfgang Abendroth und auf der anderen Seite Jurist, der aber nie einen sozusagen Rechtsprofessur in Deutschland bekam, sondern immer in die Politologie abgeschoben wurde. Und auf der anderen Seite einen altgedienten Nazi-Rechtsprofessor Forsthoff. Die stritten sich über den Gehalt dieses Adjektivs, welche Bedeutung es hatte. Das ist sozusagen das, was ich zu Anfang auch versuchte klarzumachen. Der Wortlaut ist noch nicht die Entscheidung über die Verfassung, sondern es kommt dann auf die Interpretation und dort kommt es dann wieder auf die politischen Kräfteverhältnisse an. Die KPD hatte seinerzeit zwei Abgeordnete auch dort im Parlament und die hatte, im Parlamentarischen Rat zwei Abgeordnete und die hatte ein 28-Punkte-Programm vorgelegt, wo sie die Verankerung der politischen Rechte der arbeitenden Bevölkerung sozusagen skizziert hatte. Es wurde alles rundherum abgelehnt. Es kam nichts durch. Wesentlich, und das ist auch vielleicht nicht immer so bemerkt worden, weil es auch immer sehr effektiv gemacht worden, waren die Kirchen. Die Kirchen hatten die bessere Strategie. Die Kirchen waren erfolgreich, indem sie ihre Rechte dort in die Verfassung einbringen können. Schutz der Ehe und Familie, uneingeschränktes Elternrecht, Garantie des Religionsunterrichts und Anerkennung des kirchlichen Eigentums. Sehr wichtig. Das heißt, sie hatten natürlich auch die Unterstützung durch CDU, CSU, aber auch die Sozialdemokraten wollten und konnten sich nicht dagegen stellen. Ein
Letztes Wort dazu dieser Entstehung noch, da wir hier ja auch in einem Raum der Gewerkschaften sind. Die Gewerkschaften waren schließlich enttäuscht von dem Ergebnis dieses Entwurfs. Und man muss sagen, das haben sie auch selbst verbaselt. Sie waren zu eng liiert mit der SPD seinerzeit und waren von einem rigorosen Antikommunismus durchsetzt, der ihnen alles als suspekt erscheinen ließ, was sozusagen die Anknüpfung an die sozialen Errungenschaften der Weimarer Republik und so weiter erschien. Insofern sagten auch sie, wir wollen kein sozialdemokratisches Grundgesetz schaffen, sondern eine Verfassung, die es uns ermöglicht, unsere Vorstellungen dann später durchzusetzen. Sie verzichtete voll auf Massenaktionen. Sie hatte Angst vor den Kommunisten, dass die eventuell diese Massendemonstrationen übernehmen würden und führen würden. Und sie gaben auch keine Unterstützung zum Beispiel für eine Streik- und Demonstrationsbewegung in Rhein und Ruhr im April 1947. Diese Bewegung hatte folgende Forderungen auf ihrer Tafel, und zwar einerseits Verstaatlichung des Bergbaus und der Schlüsselindustrien, Verstaatlichung der Betriebe in der Hand von Kriegsverbrechern und Säuberung von faschistischen und reaktionären Kräften. Im Parlamentarischen Rat haben Sie genauso wie die KPD, aber auch die SPD schon sehr bald kapituliert und haben sich sozusagen der offiziellen Position, die im Wesentlichen von Heuss, dem späteren Bundespräsidenten der FDP, bestimmt wurde, Reduktion des Gesamtgrundrechtebereiches auf die politischen Rechte. Die Frage zum Schluss, wie steht es eigentlich mit der aktuellen Bedeutung nun? Und ist die Frage natürlich auch, gibt es eigentlich eine Wiederbelebung der revolutionären Wurzeln dieser Verfassung? Dazu muss man sagen, es gibt keine revolutionäre Situation. Und zu revolutionärer Wiederbelebung braucht man immer ein revolutionäres Subjekt, was ich auch nicht sehe. Insofern reduziert sich meines Erachtens die Möglichkeit, dass wir versuchen, den demokratischen Gehalt nicht nur zu bewahren, sondern ihn so weit aufzubauen, wie er auch aus der Geschichte der Verfassungskämpfe auf uns zugekommen ist. Das heißt, wir müssen immer sehen, dass wir auch das, was demokratisch uns dort gegeben ist, versuchen so auszudehnen, dass auch der demokratische Gehalt immer voll sichtbar wird. Juristen sind nicht immer die besten Ratgeber dabei und auch nicht die besten Kämpfer in diesem Fall, denn sie müssen auch wiederum dieses Grundgesetz beachten. Und da steht es zum Beispiel in Artikel 19, es gibt einen generellen Einschränkungsvorbehalt für alle Grundrechte. Das heißt, alle Grundrechte können durch ein Gesetz eingeschränkt werden. Das ist im Augenblick das Problem, wie wir das hier mit dem Emissionsschutzgesetz haben, welches sogar oben in der Präambel, glaube ich, ist es auch deutlich sagt, folgende Grundrechte werden eingegrenzt. Es kommt dann auf die Rechtsprechung drauf an, wie sie das macht. Das heißt, sie hat einen Rahmen, den Wortlaut und dann ihre Einschätzung, in welcher Weise, Art und Weise kann eigentlich der eingegrenzt werden. Wir können das an der unmittelbaren vergangenen Rechtsprechung sehr gut sehen. Während es zu Anfang der Pandemie immer noch sehr harte Urteile der Gerichte gab, die sagten, ja, es muss eingeschränkt werden, die sozusagen Restriktionen sind alle gut, hat sich das allmählich gelöst. Und zwar in dem Maße, in dem sich auch die Angst und die Angst als Instrument für Restriktionen nicht mehr als so wirksam erwies, haben auch sich die Gerichte gelockert und haben jetzt sich mehr auf die Seite der Grundrechte als auf die Seite der Pandemieangst geschlagen. Sie müssen immer, das ist die Vorgabe, den Einzelfall prüfen und Sie müssen immer die Verhältnismäßigkeit prüfen. Das gibt Ihnen einen enormen politischen
sozusagen ja, Ermessensspielraum. Es ist nie zuvor vorherzusagen, und ihr kennt auch diesen nicht so dummen Spruch, vor Gericht und auf hoher See ist man in der Hand Gottes. Das bedeutet, man kann nicht voraussehen, in welche Richtung ein Richter geht. Und das sage ich auch immer als Gericht, als Jurist in politischen Auseinandersetzungen. Man darf nie seine Hoffnung auf die Gerichte zur Durchsetzung dessen stellen, was man politisch nicht hat durchsetzen können. Was man politisch in der Masse nicht durchsetzen konnte, kriegt man sehr selten durch 4, 2 oder 8 Richter. Denn diese Richter sind genauso in der Gesellschaft verankert und in der ganzen Motivation und der ganzen Ideologie natürlich, und zwar immer im oberen Drittel der Gesellschaft und nie im unteren Drittel, je höher man kommt. Das heißt, ich würde generell nur sagen, wenn wir das Szenario uns angucken, Einzelfallprüfung und Verhältnismäßigkeitsprüfung, dann ist die Rasenmähermethode, mit der diese Grundrechte durch die Restriktionen eingeschränkt worden ist, verfassungswidrig. Nur dieses müsste man dann wiederum an einzelnen Fällen einzelner Restriktionen und ob das die Maske ist, ob das sozusagen eine solche Versammlung oder ob das für ein Einzelhandelsgeschäft unter 800 oder über 800 Quadratmeter ist, das muss so eingeklagt werden. Anderes geht es nicht. Das ist kein revolutionärer, sondern das ist sozusagen ein Piecemeal Engineering. Das heißt, dass man muss das irgendwie zurechtschrauben, und dazu braucht man dann auch wieder Juristen, dass man irgendwie vor den Gerichten eine derartige Argumentation entwickelt, die es überzeugend macht, diese Einschränkung von Grundrechten ist verfassungswidrig. Und ich nehme an auch, dass es in manchen Bereichen, jetzt gibt es einige Urteile schon, die das auch nachvollziehen können. Was mich mit Sorge erfüllt, das ist die erschreckende kollektive Unterwerfung unter dieses Corona-Diktat, was wir von Anfang an gehabt haben. Das heißt, dass nach den wohl zuverlässigen Umfragen über 90% der Bevölkerung damit einverstanden waren. Damit ist kein Gericht zu überzeugen, jetzt die Grundrechte wieder auszudehnen, sondern die sind mit Teil dieser 90%. Es gibt mal einen oder anderen, der das wohl anders sieht. Aber das ist das Problem, wenn die Gesellschaft generell bereit ist, sich sozusagen der Angst zu unterwerfen und auch damit dem Diktat der Exekutive, dann ist es schlecht, mit dem Grundgesetz dagegen zu operieren. Das ist sozusagen dann ein akademischer Kampf, den man führt, aber er ist politisch wohl nicht möglich. Nur zwei Dinge noch zum Schluss. Es hat jetzt einen interessanten Streit gegeben, bei dem der eine Tongeber nicht zu übersehen und nicht zu überhören ist, Kraft seiner Position, das war Schäuble, der plötzlich sagte, man könnte doch nicht das Recht auf Leben über die Menschenwürde stellen. Das heißt, wenn man eine Entscheidung über Leben und Tod zu fällen hat, dann muss man auf jeden Fall auch auf die Menschenwürde gucken. Als Jurist würde ich ihm sofort, Schäuble ist Jurist, Recht geben, wenn man im Grundgesetz sich das ansieht. Die Menschenwürde ist in Artikel 1 genannt. Das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit erst in Artikel 2 Absatz 3. Das ist sozusagen eine Hierarchie, aus der für gewöhnlich die Juristen ihr Futter ziehen. Und insofern ist das sozusagen eine vielleicht formale Argumentation. Aber ich würde alle diejenigen mal bitten, nachzudenken, die jetzt sagen, dieses ist wirklich, wie das so gesagt wird, ein Sozialdarwinismus der schlimmsten Art, ist ihm vorgeworfen worden. Ob sie in der gleichen Weise das auch sagen, wenn die Bundeswehr in ein Kampfgebiet geschickt wird, mit dem klaren Chance oder der klaren Gefahr, dass dort etliche ihr Leben leben lassen. Ob sie dann ebenfalls auch sagen, ja,
das geht eigentlich nicht, weil sozusagen das Leben ja höher steht als irgendein militärischer oder sonstiger Bündniszweck, der dahinter steht. So weit würden Sie nicht gehen. Ein äußerst heikles, aber ich wäre geneigt, einer solchen Diskussion auch voll mitzuhalten, wenn die damit kommen und sagen, nein, das ist eigentlich vollkommen menschenunwürdig oder sozialdarwinistisch, wie er argumentiert hat. Ich darf gleich, damit das auch nicht jetzt irgendwie wieder dann ins falschen Hals kommt, was Palmer gesagt hat, das ist jenseits dieser Diskussion. Da würde ich nichts dazu sagen. Und das Letzte ist etwas, was auch jetzt wieder hochgekommen ist, denn diesen Artikel hatte ich noch nicht genannt. Artikel 20 Absatz 4 Satz 2, das ist das Widerstandsrecht. Und das muss ich doch genau zitieren, damit es auch dort keine Illusionen gibt, dass das hier jetzt wäre. Weil nämlich jetzt es schon einen Rechtsanwalt gibt, der auch einen Professorentitel hat, der damit argumentieren will. Das heißt dort, gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutsche das Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist. Der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, das bedeutet schon, das muss sozusagen fast staatsstreichartig sein. Und bei aller Kritik an dem, was wir hier haben erleiden müssen, an Einschränkungen unserer Grundrechte, dass es bisher über uns gekommen ist mit 90-prozentiger Zustimmung der Bevölkerung, das ist nicht etwa eine Demontierung des Ganzen, dass wir sozusagen in den Faschismus abreißen. Also ich warne davor, immer gleich sozusagen zum Hammer zu greifen und zu sagen, das damit philosophiere ich jetzt und dieses ist sozusagen das letzte Argument. Damit kommt man hier nicht weiter. Ein Schlusswort. Für uns bleibt es eigentlich nur, dass wir die Grundrechte von der Last dieser Angst befreien, die im Augenblick der Hebel ist, mit dem sie eingeschränkt werden muss. Und das ist unsere Aufgabe. Und dann danke ich euch, dass ihr zugehört habt.